Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Mörder-Video und heute mal wieder alleine. Und zwar habe ich heute ein paar Themen anzusprechen, aber ich würde sagen, das machen wir gleich in der Runde. Und zwar, Leute, ist bestimmt vielen schon aufgefallen, dass ja jetzt Minecraft Waterland vorbei ist, wie ich ja auch schon gesagt habe im letzten Waterland-Video. Ich habe noch ein Best-of hochgeladen. Und auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte, es kommen jetzt seitdem jetzt nur 2 Videos die Woche statt 4. Und das wird sich wahrscheinlich bald wieder ändern. Wenn ihr Bock habt, stimmt mal oben rechts in der Ecke in der Infocard ab, ob ich ein neues Minecraft-Projekt machen soll, aber diesmal nur mit einer Person zusammen. Es ist auch schon was Cooles in Planung. Lasst mich einfach wissen, ob ihr Bock habt auf ein Minecraft-Projekt. Oder soll ich weiterhin einfach nur jeden Sonntag ein Minecraft-Mörder-Video oder auch mal Bed Wars-Video hochladen? Und dann kommt jetzt auch noch dazu, ich will nämlich demnächst, ich weiß noch nicht genau, wann ich anfange, aber ich will anfangen mit GTA, ich will da Missionen zusammen mit einem Kumpel machen. Wie zum Beispiel die ganzen Banküberfälle und Attentäte und keine Ahnung was noch alles. Lasse ich mich einmal überraschen, könnt ihr auch gern immer mit abstimmen. Und dann kommt ja auch am, ich glaube 10. November war es, kommt das neue ARK-DLC raus. Da will ich auch unbedingt mit einem ARK-Let's Play anfangen, was ich ja auch schon seit längerem angekündigt habe. Ich glaube sogar schon seit... Es war sogar schon bevor der Trailer draußen war. Und der Trailer kam, ich weiß gar nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch wisst, wann der Trailer rauskam. Da habe ich auch eine Reaction gemacht. Und das ist aber, glaube ich, schon ein halbes Jahr mindestens. Ja, auf jeden Fall kommt dieses Let's Play auch auf jeden Fall. Und, ja moin. Okay, Leute, ich würde mal sagen, nächste Runde. Und ja, da kommt dann auf jeden Fall das ARK-Projekt. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, wenn ihr Ideen habt, was ich noch Let's Playen könnt oder Verbesserungsvorschläge allgemein für meine Let's Plays, dann könnt ihr mir es gern immer in die Kommentare schreiben, weil ich finde, Kommentare sagen tausendmal mehr wie so ein komischer Like-Button. Das finde ich auch, für alle, die es nicht wissen, ich streame ja jetzt zurzeit wieder aktiver, so mindestens 2-mal die Woche. Ich versuche aber Montag bis Freitag jeden Abend. Und ich streame ja jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern ich streame gleichzeitig auch noch auf Twitch. Und ich finde einfach, das Coole an Twitch ist, da gibt es kein Like und kein Dislike. Ich finde sowieso diese Dislike-Funktion allgemein für den Arsch, weil entweder mir... Als ob da schon wieder einer war. Naja, egal, ich rede jetzt einfach mal nochmal einen Satz zu Ende. Ich finde, entweder gefällt einem das Video oder es gefällt einem halt nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, dann braucht man ja die Videos eigentlich nicht zu schauen. Also finde ich eigentlich diese Dislike-Funktion total für die Katz. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich spreche jetzt einfach mal ehrlich über dieses Thema. Das ist meine Meinung dazu. Und mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbeischaut. Und ich wollte mich auch einfach nur mal bei euch bedanken, denn wir sind mittlerweile fast 180 Abonnenten auf diesem Kanal. Was ich finde, ist ultra viel. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Kostet auch nichts und ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ich stream oder ein Video hochlade. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr Teil der Lazer-Crew werdet. Und ich muss auf jeden Fall mal gucken, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gern haben würdet. Aber ich hatte mir jetzt so vorgestellt, ich gehe her und ich sage jetzt einfach meinen Upload-Plan, wahrscheinlich ab November ist er dann so. Deshalb will ich so Montag ARK bringen. Dann kommt Mittwoch Minecraft und ARK abwechselnd. Freitag kommt dann GTA und Sonntag kommt dann das Minecraft-Projekt, das neue. Also Mittwoch und Sonntag, also jeden zweiten Mittwoch und Sonntag käme dann Minecraft und jeden Montag und jeden zweiten Mittwoch käme ARK. Und Freitag dann GTA. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Upload-Plan haltet. Und dann würde ich sagen, probieren wir jetzt mal noch ganz kurz den Mörder zu finden. Aber ich habe nicht mal ansatzweise Gold dafür. Doch, ich habe sogar 8 Gold. Wo habe ich gerade hingeschaut? Der hier... Oh Gott, hier wurde schon wieder einer getötet. Hier ist der Bogen. Was heißt, ich bin jetzt Detective. Aber wo ist der Mörder hin? Es sind noch 4 Unschuldige übrig. Was heißt, die Chance steht 1? Zu viel, dass ich... Oh, wir haben gewonnen. Welche? Ja, moin. Auf jeden Fall, Leute. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, mich selber positives Feedback freuen. Lasst ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!